war schon als Kind mein Traum, Agentin zu werden, für den Geheimdienst zu arbeiten. Es hat auch alles wunderbar geklappt. Ja, und dann? Dann gab es auf einmal ein paar Tote. Ja, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Und mir haben sie diese Morde angehängt. Kann ja mal vorkommen. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, wir sind dazu. Ich weiß Bescheid. Okay. Vielen Dank. Schönen guten Morgen, Richter. Pünktlich, korrekt, naja, wie immer. Oh, verdammt. Schmerzmittel wirken nicht mehr. Also so wie ich das jetzt mitbekommen habe aus der Präsentation, schießt die Frau scharf. Die geht ja sogar mit ihrer Knarre ins Bett. Als Bedienstete werden Sie sie im Hotel beschatten. Und ich soll mit dem Ding hier hantieren? Da bin ich ja mit einer Steinschleuder viel gefährlicher. Ich soll mir was einfallen lassen. Schon wieder hier. Mir ist langweilig. Es ist kein Problem, hier zu arbeiten, aber wie soll ich den Leuten erklären, warum ich diesen Gips habe und warum ich damit immer noch hier arbeite? Einsatzbereit. Probezeit. Das habe ich schon vor Jahren hinter mich gebracht. Kommt sie schon? Ich hab's doch geahnt. Okay. Ah, Zigarettenautomat. Entweder die will mich verarschen, oder ist selber total planlos. Ja, dann erstmal danke für die Info. Guck mal, ob du noch irgendwas rausfinden kannst. Im Keller? Da muss ich hin. Oh, und schon wieder ein Problem, was man nicht mit der Knarre lösen kann. Geht's doch nichts. Aber so wie es aussieht, hat sie überhaupt gar keinen Plan. Ein Teufelszeug. Also auf dem Boden schlafe ich nicht. Weil ich enttarnt bin. Also hiermit ist der Job für mich beendet.